wieder mal bekomme ich eine Chatnachricht von meinem Opa, weitergeleitet aus irgendeiner Telegram-Verschwörungsgruppe. Geht's darin schon wieder um die Fake-Pandemie, dass die Inflation, der Krieg, Corona, alles geplant ist? In unsicheren Krisenzeiten entstehen Protestparteien wie die MFG, die genau diese Erzählungen aufgreift, um damit Wählerstimmen zu sammeln. Und ganz ehrlich, ich habe Angst, dass mein Opa noch weiter in diesen Verschwörungsstrudel reinsinkt. Deswegen besuche ich ihn jetzt und schaue, wie es ihm geht. Mir war von Anfang an klar, dass da was nicht stimmt mit dieser plötzlich und schlagartig und auf allen Ebenen auftretenden Abänderung. Ja. Und das kann nicht stimmen. Also, zurück zum Anfang. Ich weiß, dass die kommenden Wochen für uns eine sehr harte Zeit sein werden. 2,5 Jahre Corona-Pandemie, Masken tragen, Lockdowns, jetzt Inflation, eine Energiekrise, Krieg in der Ukraine, eine Regierung ohne Plan. Korruption, Skandale und Populismus. Und natürlich der Klimawandel. Die Welt geht vor die Hunde. Wer holt uns da raus? Wir sind der Souverän und wir nehmen uns die Macht wieder zurück. Ich bin bereit. Ich will Kanzlerin in Österreich werden. Wir haben jetzt die Chance zu einem Great Reset in die ganz andere Richtung. Wir wurden von sogenannten Experten, Tierärzten, Simulationsforschern und sonstigen Balawatsch von vorne bis hinten belogen, betrogen, manipuliert. Hallo liebe wunderbare Menschen. Der Staat verantwortet hier vorsätzliches Töten. Wir haben einen sensationellen Sieg errungen. Mit 17,1%. Michael Brunner und Gerhard Pöttler haben versucht, uns daran zu hindern, alles zu veröffentlichen. Bei den meisten sind sogar tödliche Impfschadensfälle vorhanden. Brunner schließt hier nicht aus, dass Bill Gates dahinter steckt. Warum? Andere gehen in den Garten und tun 4 Stunden nur gärtnern. Manche sind so, dass sie online den ganzen Tag mitlesen. Und man sollte nicht unterschätzen, dass das für Menschen so eine Art Sinn im Leben oder auch Beschäftigung sein kann. Wir brauchen ein neues politisches System und ich verspreche euch, wir werden dieses errichten und wir werden dieses schaffen. Es ist eine Schande und das haben wir einer Politik zu verdanken, die nicht für die Menschen da ist, sondern die vor allem einem großen Plan hinterherhechelt. Und damit muss jetzt Schluss sein. Ja, dieses gegen die allgemeine Meinungsmache aufzutreten und zu sagen, Leute, was ist los? Wir können uns das doch nicht gefallen lassen, wie man mit uns umgeht. Wir sind ja keine Sklaven. Dass die Impfung ein Experiment ist und dass die Pandemie nicht wirklich gibt, wo hast du das alles, diese Informationen her? Ja, das kann man jederzeit durch Internet verifizieren. Ich hab den Bill Gates nicht persönlich getroffen, aber ich habe seine Interviews gesehen, wo er ganz stolz sagt, impfen, impfen, impfen. Ich mache das nur leise. Sagen wir nochmal. Was hast du da jetzt gemacht? Ich habe es leise gestellt. Aha. So fangen wir nochmal an. Ja, das sind zum Beispiel die Leute, die Amigo Andreas, das sind die, die schicken auch immer wieder ganz gute Sachen in der Richtung. Okay. Schaue ich mal kurz an und wenn es gut ist, gebe ich mir das. Naja, die Frage ist, welche Informationen, von wo kommen die? Also sozusagen, wenn du völlig ohne irgendeinen, der sich ein bisschen schon informiert hat, unterwegs bist, bist natürlich verloren. Und das ist ja zum Teil auch Absicht dieses Informationswusts, dass die Leute nicht mehr zum Denken kommen. Wenn es gelingt, das abzublocken und vor allem diese Angstmacherei, die ja dadurch, dass das überall gesagt wird, das ist gefährlich und das ist, und die Welt geht unter und es geht eben in die Richtung, die bösen Alten. Und dann wird es noch überlagert, bösen alten weißen Männer, die machen die Welt kaputt, daher muss man sie kaputt machen. Und damit wird es jetzt Angst geschürt. Und wenn jemand Angst hat, denkt er nicht. Und das ist genau das, was man nicht
was nicht gut ist. Müssen wir vor irgendwas Angst haben? Ich hab vor nichts Angst. Angst macht dich, bringt dich dazu, dass du sagst, bitte, jemand soll mir helfen. Wie es halt bei den Kindern ist. Das Kind hat Angst, dann geht es zur Mama und dann ist es geborgen. Mhm. Und diese Obermamas, die sich da sozusagen damit einbringen, die sind für mich unglaubwürdig und daher mache ich nicht das, was die sagen. Nach dem Interview hat mein Opa uns dann noch gefragt, ob der, ich zitiere, Quatsch, den ein alter Flaschenkopf wie er verzapft hat, irgendwie Sinn gemacht hat. Scheinbar hat er bei seinen eigenen Aussagen zu zweifeln begonnen. Ich habe jetzt schon etwas recherchiert und bin auf eine MFG-Kundgebung in Feldbach gestoßen. Ich will wissen, was die Leute in Feldbach dazu sagen und wer zu solchen Kundgebungen geht. Ich bin gespannt, was uns die MFGler in Feldbach jetzt erzählen werden. Great Reset, Big Pharma. Angst und Panik mache ich. Filtern. Sie geben ja überall damit an, dass sie bis zu 15% bei diversen Wahlen erreichen können. Bei 12-15% ist MFG mittlerweile viertstärkste Partei vor den Grünen und deutlich vor den Neos. Sie organisieren ja nicht nur ihre eigenen Demos, sondern sie laufen auch quer durchs Land bei Corona-Demos gemeinsam mit rechtsextremen und gewaltbereiten Gruppen mit. Aber die MFG labert nicht nur groß, die ÖVP hat schon Angst vor ihnen. In Tirol werden jetzt durch den Rücktritt von Landeshauptmann Günther Platter die Landtagswahlen vorgezogen, unter anderem auch, damit die MFG weniger Chancen hat. Die MFG gibt es erst seit etwas mehr als einem Jahr und sie haben laut eigenen Aussagen schon 26.000 Mitglieder. Zum Vergleich, bei den Grünen sind es 7.000. Die MFG wächst und sie ist gekommen, um zu bleiben. Sie holen sich alle ImpfgegnerInnen und SystemskeptikerInnen. Wie sie das machen? Mit unzähligen Wahlkampfveranstaltungen. Und eine davon schaue ich mir jetzt an. Servus, die Herren. Ich hätte eine Frage. Wissen Sie, was heute am Hauptplatz in Feldbach stattfindet? Nein. Sie? Eigentlich nicht, ne? Heute spricht der Bundesparteiobmann Dr. Michael Brunner von der MFG zu den Bevölkerung von Feldbach. Wissen Sie, wer das ist? Nein, kenne ich nicht. Die MFG kennen es auch nicht? Ich kenne sie schon, aber ich bin anderer Meinung. Okay, habe ich schon was gehört, ja? Mhm. Und wie finden Sie die MFG? Eigentlich nicht gut. Ich bin immer streng gesehen, aber ist nicht so interessant für uns. Okay, ja. Trotzdem kennen Sie vielleicht die MFG-Partei? Ich habe gehört, ja, das ist eine neue Partei in Österreich, nicht? Genau, und wie finden Sie die? Ja, ich finde die Parteien nicht alle so, wie sie sein sollten. Die Menschen werden nicht richtig informiert oft. Nicht? Wann denken sie sich, sie ist gut und wann nicht? Naja, bei gewissen Dingen sind schon, weil man denkt, das ist gut. Dass zum Beispiel? Naja, dass alles, was uns jetzt aufdippelt wird, gell, nicht mehr immer in Ordnung ist. Gell. Wie stehen Sie zur Impfung? Ich bin dreimal geimpft, aber das vierte Mal sicher nicht. Wieso? Nein, weil man denkt, dreimal in einem Jahr ist genug. Die MFG ist ja bekannt dafür, dass sie sehr impfkritisch ist. Wie sehen Sie das? Das passt schon so, ja. Okay, warum? Ich finde, man sollte nicht immer alles... Also es gibt mehrere Möglichkeiten. Deswegen finde ich, ist das gut, wenn man das alle zwei Seiten aussieht. Denken wir zurück, wie gut es uns noch vor zweieinhalb Jahren gegangen ist. Alle Menschen hatten so weit wie möglich Wohlstand. Und sicher ist diese Impfung ebenso nicht. Im April gab es laut EMA 1,6 Millionen Impfschadensfälle, davon rund 25.000 tödlich. Wir können eine neue Zeit gestalten, indem wir wieder darauf hören, was wir fühlen. Und wir bauen keine Denkmäler für die Corona-Toten, sondern wir betrauern die Toten der letzten zwei Jahre, nämlich die, die sich das Leben genommen haben und die Toten nach der Impfung, plötzlich und unerwartet. Wir brauchen einen radikalen Schnitt, einen Schnitt an der Wurzel.
Es soll jeder Richter durch das Volk gewählt werden, besonders Höchstrichter. Wir müssen den Parteienstaat insofern völlig neu ordnen und reformieren, dass es eines Tages keine Parteien mehr gibt, sondern nur das Volk, das regiert. Ihr seid die Garanten, ihr seid das Volk, ihr könnt das durchsetzen. MFG tritt dafür ein. Danke. Die MFG nimmt sich emotionale Themen her, mit denen alle etwas anfangen können. Grundrechte, alle Menschen sind gleich oder den Wunsch zur Natur und Einfachheit zurückzukehren. Und diese mischen sie dann mit Elitenkritik, Verschwörungstheorien und ihren Fantasien über eine neue Weltordnung. Sie sagen ja eh auch öfter mal die Wahrheit. Viele Ansätze fußen ja auch auf Fehlern der ÖVP-Grünen-Regierung. Durch schlechte öffentliche Kommunikation während Krisenzeiten ist das Vertrauen in die Regierung so gering wie nie zuvor. Daraus schlägt die MFG Kapital und schafft es, mit Halbwahrheiten und Falschinformationen Menschen in ihren Bann zu ziehen. Wie haben Sie die MFG-Wahlkampfveranstaltung heute gefunden? Ja, ich bin eigentlich sehr positiv beeindruckt von der Veranstaltung heute und vor allem vom Herrn Dr. Brunner. Mir hat seine Emotion sehr gefallen. Ich habe es ganz schön gefunden und es kann sein, dass ich mich in Zukunft ein bisschen mehr engagiere. Ich fand es wieder ganz toll und es bestätigt alles, was wir schon aus dem Bauchgefühl heraus gewusst haben. Ich kann verstehen, dass jetzt wenig Menschen da waren, weil mir geht es auch so, dass ich einfach mal Pause brauche von dem ganzen Beschuss von Informationen, von diesen Dramen, die im Hintergrund ablaufen. Und das Ganze ist bedrückend, bedrohlich, macht Angst. Über welche Medien informieren Sie sich denn so? Nicht mehr über Systemmedien, weil das ist alles zu bezahlt und zu gelenkt. Also im Prinzip nur mehr eigene Recherche. Sie recherchieren dann wo? Im Internet? Oder wie? Ja, im Internet oder lese weitere Fachbücher. Man kann Telegram, Instagram, ja, alles, was es dazu gibt, ne? Die sind uns gegeben. Man muss es nur filtern. Das ist wichtig. Und welche filtern Sie dann raus? Welche schauen Sie sich dann an? Ich selber bin Energetiker, bin Routengeher. Ich weiß, wovon ich spreche und ich kann das checken. Wie checken Sie das? Checken, Routen, energetisch. Ja, aber wie machen Sie das bei den Medien? Also wie funktioniert das? Abfragen. Ich kann ja alles abfragen. Ich kann alles abfragen. Ich bekomme die Antworten. Kein Fernsehen mehr. Also kein ORF, außer Servus TV. Ich lese keine Zeitungen. Ich halte mich von allgemeinen Medien fern, weil es reine Angst- und Panikmache ist und nicht klar und wahrheitsgetreu informiert wird. Ja? Also ich bin auf YouTube, auf Telegram. Ich kann für mich selbst spüren, was ist wichtig und was nicht. Und was kann ich für mich nehmen und was ist meine Wahrheit? Und das sollte jeder Mensch für sich entscheiden. Da hat die einfach sofort auffallen müssen, irgendwas passt nicht. Es waren so viele Fragen, die unbeantwortet waren im Zuge nicht nur der Corona-Krise, sondern all den Dingen, die die letzten Jahre passiert sind. Da beginnst du zu recherchieren und ich muss sagen, jede Frage, die ich mir gestellt habe, wurde dann, wenn ich recherchiert habe, noch komplexer und du bist noch mehr reingekippt in ein noch größeres, ich sage auch einmal, ein Lügennetzwerk, das du aufdeckst. Konnten Sie die Fragen, die Sie sich gestellt haben, irgendwann mal durch Ihre Recherche auch beantworten oder ist das immer nur komplexer geworden? Teilweise wird es komplexer und man sieht, das Thema Corona ist natürlich nicht Österreich beschränkt. Und auch diese ganze Vernetzung und die Medienlenkung, das ist nicht Österreich bezogen. Also du kommst dann schon auf gewisse Namen, du kommst auf gewisse Netzwerke, auf NGOs und... Ja, es ist nicht beruhigend und du weißt doch letztendlich nicht, warum das alles passiert. Diese Frage wird uns auch nicht beantwortet. Also theoretisch muss ich jetzt auch nicht die Frage beantworten, warum wir von Soros oder warum wir von Bill Gates oder sonstigen Mächten gelenkt werden. Das bringt mir heute eigentlich nichts. Aber genau dieser Punkt ist es, dass ich mich wieder auf die konkreten Dinge, auf meine Familie konzentriere, auf meinen Nachbarn, auf mein Leben und auf mein persönliches Wohlgefühl. Unser Gesundheitssystem ist komplett korrumpiert. Es geht nur um Big Pharma, es geht nur um Geld. Und es ist in der ganzen Pandemie nie um Gesundheit gegangen. Und die Leute aus Bequemlichkeit hoffen, dass die alte Realität wiederkehrt. Die wird ohnehin nicht wiederkommen. Ich sehe eine gewaltige Veränderung in den Systemen. Die Bevölkerung wird dieses System verändern. Es wird wahrscheinlich lange brauchen, es wird lange dauern, aber wir haben jetzt die Chance zu einem Great Reset in die ganz andere Richtung. Wie soll das ausschauen?
indem wir immer mehr und mehr werden und unserer demokratischen Sendung bewusst werden. Wir müssen in die Landtage, in das Parlament, wir müssen Regierungsverantwortlichkeit übernehmen. Wenn Sie jetzt Bundespräsident wären, was würden Sie tun? Meine erste Amtshandlung wäre die Entlassung der gesamten Bundesregierung. Wir machen überall Stützpunkte. Ja, ein Flächenbrand soll es einmal werden. Momentan ist es ein bisschen ein Glutnest, aber es wird ein Flächenbrand und wir werden das wirklich, wirklich emporheben können, dass es wirklich anfängt zum Brennen. Das ist wichtig. Brennen muss man. Eine spannende Formulierung bei einer Partei, die eigentlich für den Frieden steht, oder? Das hat mit dem Frieden nichts zu tun. Es gibt ja ein Freudenfeuer. Zurück in Wien. Ich versuche das mal ein bisschen zu sortieren. Wie sind die Leute drauf, mit denen wir jetzt gesprochen haben? Eigentlich so ähnlich wie mein Opa. Sie sind engagiert und sehen sich als rebellisch und anti-autoritär. Traditionelle Medien und die Regierung betreiben laut ihnen nur Angstmache. Sie informieren sich lieber übers Internet. Und dort geraten sie dann in Echokammern. Die Erklärungen, die sie dort finden, sind für sie greifbarer als die ungewisse Realität. Brunner handelt opportun, er gibt ihnen, was sie wollen, greifbare Erklärungen und Kritik am Establishment. So holt er sich ihre Stimmen und politischen Einfluss. Ich will mehr über die MFG herausfinden. Mir fällt auf, dass zwar oberflächlich ein bisschen analysiert wird, aber sich noch niemand tiefergehend mit der Partei auseinandergesetzt hat. Es gibt zum Beispiel kaum kritische Interviews. Um das Ganze besser zu verstehen, telefoniere ich mit Politikexperten wie Hubert Sickinger und Christian Hofinger und bitte einen Kollegen von den oberösterreichischen Nachrichten um ein Interview. Der lässt mich aber abblitzen. Er sagt, er habe Besseres zu tun, als über die MFG zu reden. Komisch, die Partei sitzt doch in Oberösterreich im Landtag. Ich probiere es mal beim besonders präsenten MFG-Politiker Gerhard Pöttler und bitte ihn um ein Interview. Mal sehen, ob er antwortet. Für mich ist die MFG seit circa einem Jahr einfach da. Aber wie ist sie eigentlich entstanden? 2020 hat Parteichef Michael Brunner wohl nicht mehr zusehen können, wie die heimischen PolitikerInnen an Corona verzweifelt sind. Und deswegen hat er die Rechtsanwälte für Grundrechte ins Leben gerufen, eine Gruppe von AnwältInnen, die gegen die Corona-Maßnahmen vorgehen will. Aber das ist noch nicht alles. Kurz darauf hat er den außerparlamentarischen Corona-Untersuchungsausschuss gegründet, der der Regierung auf die Finger schauen sollte. Beide Gruppen haben großteils dieselben Mitglieder. Das erste Mal öffentlich aufgefallen ist die Gruppe rund um Michael Brunner dann, als sie Armin Wolf verklagt haben. Der hat nämlich auf Twitter gesagt, dass Brunner und seine Gang Corona-Leugner sind. Und dagegen wollten sie vorgehen, aber das Gericht hat Wolf recht gegeben und wir dürfen Gründer der MFG Corona-Leugner nennen. Den Corona-Leugnern hat es dann nicht mehr gereicht, einfach nur ihre Untersuchungen durchzuführen. Sie wollten unter das Volk. Und der Nährboden war groß. In ganz Österreich finden nämlich seit Ende 2020 Demos statt, bei denen Corona-Leugner, Esoteriker, Maßnahmenskeptiker und Staatsverweigerer gemeinsam das Ende der Demokratie betrauern. Die MFG hat es geschafft, dieser wütenden Menge eine wählbare Alternative zu geben. Was ich mich nach all dem frage, ist die MFG jetzt rechts oder links? Wir sind jetzt im 9. Bezirk und treffen die Politikwissenschaftlerin Katrin Prabrotnik von der Uni Graz und ich hoffe, dass sie ein bisschen Klarheit ins Thema bringen kann. In der medialen Debatte ist die MFG ja immer so ein bisschen als FPÖ 2.0 abgestempelt worden, gerade weil dieses Thema Kritik an den Corona-Maßnahmen, Skepsis gegenüber der Corona-Schutzimpfung sehr, sehr groß war. Wenn man sich aber das Programm anschaut, dann sehe ich auch sehr viele linke Positionen, beispielsweise mit dem Blick auf die Wirtschaft, wo unter anderem gefordert wird, ein Recht auf Ernährung und auf Wohnung für alle Menschen, die in Österreich leben. Oder wenn auch beim Bereich Umweltschutz über den vom Menschen gemachten Klimawandel gesprochen wird. Andere Themen allerdings, um die MFG dann wirklich einzuordnen, wie eben Bereich Migration und Asyl, fehlen hingegen noch komplett im Programm. Was passiert, wenn die MFG jetzt mal Regierungsverantwortung hat? Das sind keine Einparteienregierungen, das sind Koalitionsregierungen aus zwei, wahrscheinlich in Zukunft sogar aus drei Parteien. Das heißt, politische Vorschläge brauchen eine Mehrheit innerhalb der Regierung, innerhalb des Nationalrates. Und da kommt dann auch die MFG am harten Boden der Tatsachen des politischen Geschäfts wahrscheinlich an, dass man eben mit den eigenen Vorschlägen nur dann Erfolg hat, wenn man auch die entsprechenden Mehrheiten dafür zustande bringt. Wer wählt denn jetzt eigentlich die MFG? Wir haben jetzt bei der MFG keinen großen Unterschied zwischen den Geschlechtern. Also bei Männern und Frauen ist sie ungefähr gleich beliebt.
Etwas stärker ist die Partei bei den nicht ganz Jungen und nicht ganz Alten, also in der Gruppe 30- bis 59-Jährigen. Besonders gut war das Ergebnis auch bei den Arbeitern, Arbeiterinnen. Und besonders schlecht dafür auf der anderen Seite war das Ergebnis bei Menschen mit Universitätsabschluss. In Oberösterreich war es so, dass die Impfskeptiker allen anderen Parteien ungefähr gleich viele Wähler abgenommen haben. Am meisten aber von den Grünen und von der FPÖ. Ich habe jetzt doch eine Mail von den oberösterreichischen Nachrichten bekommen. Barbara Eidenberger hat sich bereits intensiv mit der MFG beschäftigt und gibt uns ein Interview. Also auf nach Linz. In Linz beginnt's, auch für die MFG. Denn seit September 2021 sind sie im oberösterreichischen Landtag mit 3 Mandaten und sie sind bei den Gemeinderatswahlen in 28 Gemeinden angetreten und in 27 reingekommen. Seit mehr als einem halben Jahr sitzt die MFG jetzt in Gemeinderäten und im Landtag. Was sie dort machen? Wir fragen die oberösterreichischen Nachrichten. Die sollten sich ja hoffentlich auskennen. Servus. Hallo Frau Eidenberger, vielen Dank für Ihre Zeit. Hallo. Ich freue mich aufs Gespräch. Bitte schön. Danke. Warum ist die MFG gerade in Oberösterreich jetzt so erfolgreich? Oberösterreich ist traditionell ein sehr konservatives Land. Und es ist aber auch ein Bundesland, wo die FPÖ in der Landesregierung ist. Das heißt, eine gewisse Skepsis gegen Dinge wie die Corona-Pandemie und die Pandemiebekämpfung waren bei uns immer schon latent vorhanden. Die anderen Parteien müssen sich ja eigentlich extrem fürchten, oder? Nein, das glaube ich nicht, dass sie sich fürchten, aber MFG hat die anderen Parteien nervös gemacht. Das hat man vor der Wahl sehr gut gespürt, wie die nämlich ein bisschen in den ersten Umfragen aufgefallen ist, dass die durchaus Chancen haben, in den Landtag zu ziehen, ist die Nervosität deutlich angestiegen. Für mich ist ein bisschen diese darunterliegende Botschaft oder der darunterliegende Plan dieses Antisystem-Thema. Dahin passt da dieses, wir nehmen die Kinder aus der Schule, wir fördern den Heimunterricht. Es ist diese Grundskepsis dem bestehenden System gegenüber und da will man, wie soll ich sagen, Exit-Szenarien für die Bevölkerung ein bisschen aufzeigen, ist mein Eindruck. Kann man die irgendwie einem Spektrum zuordnen? Sind sie eher rechts, eher links? Oder? Diese Frage haben wir intern auch immer wieder mal diskutiert. Was sind die jetzt? Und ich glaube, sie sind sehr gut Ausdruck dessen, dass diese Kategorien eben nicht mehr funktionieren. Weil ich wüsste nicht, wo ich sie hinstecke. Es gibt dieses Systemkritische ja sowohl im rechten Spektrum als auch im linken Spektrum. Und manchmal hat man das Gefühl, über die Hintertür trifft man dann sich sogar wieder. Und da, das ist ein bisschen MFG. Und da ist natürlich MFG manchmal auch nicht ganz glaubwürdig, weil sie sind jetzt in den ganzen Krisenstäben mit dabei, wo alle Experten des Landes sitzen, wo sie alle Fragen stellen könnten. Und wirklich Evidenz bekommen würden, aber man nimmt halt nur auf, was man aufnehmen will. Das heißt, in diesen Expertenrundenausschüssen fragen Sie dann nicht? Nicht so viel, wie man erwarten würde, wenn es wirklich darum ginge, Fakten und Wissen zu sammeln. Und wenn es nicht nur darum ginge, die eigene, bereits vorgefasste Meinung zu präsentieren. Sie haben ja die Möglichkeit, das alles quasi zu erfragen. Und die ganzen Fakten liegen vor Ihnen und Sie sagen dann, na, das schauen wir uns jetzt nicht an, oder? Aber das ist ja das Grundthema bei MFG. Sie ziehen ja das kommt ja von der Systemseite und das ziehen Sie in Zweifel. Da gibt es ja den berühmten Ausspruch von einer MFG-Gemeinderätin, dass alle Ärzte und das Pflegepersonal Verbrecher seien. Und das war natürlich darauf bezogen, dass die sagen, wir sind übervoll, es muss etwas getan werden, am Höhepunkt, ich glaube, der dritten Welle oder der zweiten. Das zeigt ja, ich meine, wenn mir Ärzte und Pfleger von einem Spital sagen, die Situation ist untragbar und mir fällt nichts anderes ein, als diese zu beschimpfen, dann zeigt es ja, dass ich nicht sehr zugänglich für Fakten sein kann. Die Wähler haben sehr hohe Erwartungen und leider oft ein bisschen wenig Verständnis dafür, wie Politik und das System funktionieren. Die glauben, die Partei kommt jetzt da rein in den Landtag, in den Nationalrat und verändert die Welt. Tatsächlich geht das nicht, funktioniert nicht und dann ist die Enttäuschung sehr groß. Deswegen ist oft dann die Gefahr, dass die Wähler sehr schnell das Interesse wieder an der Partei verlieren. Wir fahren jetzt aus Linz gleich weiter nach Steyr zu einem Gemeinderat von den Grünen, der jetzt seit länger als einem halben Jahr mit der MFG zusammenarbeitet, gezwungenermaßen. Und er will uns ein bisschen von seinen Erfahrungen mit der Partei erzählen und ich bin schon gespannt, was er sagt.
Die MFG sitzt im Gemeinderat, die MFG hat das Recht, in alle Ausschüsse zu kommen, dort sind sie teilweise anwesend. Was mich aber stört oder verwundert, ist, dass es keine Wortmeldungen gibt in diesen Ausschüssen, selbst wenn ihre Themen zur Sprache kommen. Gemeinderat zum Beispiel hat die FPÖ, die zweite impfkritische Partei, wenn man das so sagen kann, hat eine Anfrage gestellt, was unternimmt Steyr in Sachen Corona? Keine Wortmeldung der MFG, ich habe es nicht verstanden. MFG hat geschwiegen zu diesem Tagesordnungspunkt. Das heißt, so offiziell reden die gar nicht eigentlich. Und wie ist es denn sonst zwischenmenschlich? Gibt es da Kontakt oder sagen die auch sonst nichts? Also, dass sie gar nicht reden, das hat sich jetzt ein bisschen verändert. Das haben ja, einer hat aufgehört von den beiden. Dann ist der auf Platz 3 war, nicht nachgerückt. Und die letzte Person, die da noch möglich war, eine Frau Magistra, weiß ich nicht, ist nachgerückt. Und die hat im letzten Gemeinderat vor nicht allzu langer Zeit, vor etwas mehr als einer Woche, hat die eine brennende Ansprache gehalten, heruntergelesen, mit sehr vielen völlig irren Zahlen von aber 1000 Impftoten und was weiß ich was, alles Humbug. Aber das war auch die erste Wortmeldung im Gemeinderat. Zuerst habe ich mich noch gefreut, Sie können doch sprechen. Ich habe es aber dann nur sehr schwer ertragen. Ich habe dann nicht ganz verstanden das Abstimmungsverhalten der MFG im Gemeinderat. Wir haben dann gewitzelt intern, dass die vermutlich einen Zufallsgenerator laufen haben, weil die haben bei sehr ähnlichen Tagesordnungspunkten einmal dafür gestimmt, einmal dagegen gestimmt, einmal sich enthalten. Ich habe keine Linie erkennen können. Also wie sich die ihre Arbeit vorgestellt haben, kann ich nicht beantworten. Ich glaube, sie haben sich generell sehr wenig vorgestellt. Sie haben einmal kandidiert und dann sind sie hineingekommen mit einem viel zu guten Ergebnis. Das hat alle überrascht. Was natürlich klar ist, ist, dass das, was eigentlich ihre Ziele wären, nämlich eine Impfpolitik der Bundesregierung zu beeinflussen, im Gemeinderat überhaupt nicht geht. Die MFG will ihre Partei also überall aufbauen. Aber sobald sie mal gewählt sind, scheuen sie die Arbeit. Wenn ein Gemeinderat mal was von sich gibt, dann offenbar nichts Konstruktives. In Oberösterreich, Tirol, Kärnten und der Steiermark verlassen MFG-Mitglieder die Partei, sogar Spitzenkandidaten. Für mich schaut das alles ein bisschen nach Zerfall aus. Aber trotz Zerfall und kaum konstruktiver Arbeit vergrößert sich stetig ihre Wählerbasis. Wie kann das sein? Hinter der MFG steckt ein Phänomen, das viel größer ist als die Partei selbst. Social Media führt zur Fragmentierung einer Gesellschaft. Wir hören auf, eine gemeinsame Wahrheit zu sehen und sprechen eigentlich nicht mehr dieselbe Sprache. Wir sind als Gesellschaft desorientiert. Die viralen Dynamiken fördern Posts, die Emotionen triggern, vor allem Wut und Ärger. Sie bestärken Unwahrheiten und Fake Stories. Und das ist gefährlich. Eine Demokratie fußt auf unserem kollektiven Urteilsvermögen und einer gemeinsamen Idee von Werten und Normen. Wenn sich Teile der Bevölkerung völlig abkapseln und alles in Frage stellen, wenn die Wahrheit nicht mehr als solche akzeptiert und erkannt wird und wenn es kein Vertrauen in die Institutionen und das politische Gegenüber gibt, dann wird ein Zusammenleben unmöglich. Social Media befeuern diese Extreme. Es gewinnt immer die Halb- oder Unwahrheit. Aber diese Extreme finden sich in PolitikerInnen und WählerInnen von allen Parteien. Die MFG sammelt vor allem die Personen, die ihr Vertrauen in staatliche Institutionen verloren haben und anfällig für Verschwörungstheorien sind. Was also können wir gegen diese Entwicklungen tun? Darüber reden wir mit der Expertin Ingrid Botnick. Was machen denn so Medien wie Telegram mit der Gesellschaft? Medien wie Telegram machen eine Trennung von einem Teil der Bevölkerung zum Rest der Gesellschaft leichter. Generell muss man davon ausgehen, dass es für Menschen verlockend ist, und zwar für uns alle, wenn eine Nachricht genau das erzählt, was wir hören möchten. Das ist Confirmation Bias, Bestätigungsfehler. Und die Gefahr ist, dass gerade in der Pandemie manche sich sehr tief in so eine Idee hineingerannt haben, die Pandemie gibt es gar nicht, das sei eine große Zuspitzung. In diesen Telegram-Gruppen sieht man schon sehr viele verschwörungsgläubige Menschen. Und da ist dieser Verschwörungsglaube, dass eine dunkle Elite alles steuert, schon etwas, das Leuten auch Halt gibt. Das klingt von außen immer so düster, dass eine dunkle Elite die Pandemie eingeführt hätte. Aber es gibt mir eine Wahrheit, mit der ich aufstehen kann. So eine Art Struktur in einer Welt, die oft keine erkennbare Struktur hat.
Und das ist etwas, das mir auf Telegram geboten wird, wohingegen auf Facebook, auf YouTube, auf Twitter, da muss ich schon mehr damit rechnen, dass ich auch mit anderen Sichtweisen in Kontakt komme. Also da funktioniert die Abschottung auf Telegram auch besser. Wo Leute lernen, wer dir nicht genau das erzählt, was du hören möchtest, der ist wahrscheinlich Teil des Problems. Und das ist eine wunderbare Abschottungsstrategie, weil wenn Leute das einmal glauben, dann kann eine Partei wirklich sehr viel erzählen. Und immer wenn es Kritik an der Partei gibt, dann ist das nicht Kritik, die vielleicht mal fundiert sein könnte, sondern es ist Kritik, die kommt, um jemanden fertig zu machen, um die Wahrheit zu vertuschen. Also das ist so ein Freund-Feind-Schema, das auch politisch dann praktisch ist, weil man damit alles Mögliche schönreden kann, was an Kritik kommt und eigentlich sich eigentlich mit wirklichen Sachpunkten nicht mehr beschäftigen muss von außen. Wir haben auch mit meinem Opa gesprochen und der ist in so Telegram-Gruppen drinnen, der hat uns oder mir von Verschwörungstheorien erzählt. Was kann ich tun, um ihm irgendwie da zu helfen oder was dagegen zu machen? Wenn ich jemanden argumentativ erreichen will, dann ist mal wichtig, noch eine persönliche Ebene zu haben. Das heißt nicht, dass man so tun muss, als ob man es gleich sehen würde oder irgendwie sich verbiegen muss. Das würde ich nicht empfehlen. Aber zu sagen, du, ich sehe das anders, aber ich schätze dich als Mensch, ich verbringe gern mit dir Zeit. Weil manchmal kann es sein, dass Menschen, die sich in solche Gruppen mit ziemlich überraschenden, wissenschaftsfernen Ideen hineinbegeben, dass die das eine Zeit lang für sich sehr stark aufsaugen und irgendwann wieder skeptisch werden. Und dann ist gut, wenn man aber noch eine persönliche Ebene hat zu Leuten, die es anders sehen, wo man wieder leichter reden kann. Also wie ich mit meinem Opa geredet habe, hat er innerhalb von einer Minute 15 sehr hinterfragbare Theorien zu mir gesagt. Wie fange ich an, da mit ihm drüber zu reden? Das Erste ist, nicht versuchen, auf 15 Baustellen gleichzeitig zu diskutieren. Da ist eine Empfehlung, eine Sache versuchen herauszugreifen, zu sagen, du, wir haben ja gerade über Thema XYZ geredet, wie meinst du denn das? Weil es leichter ist, über eine Sache konzentriert zu reden und zum Beispiel auch die Unstimmigkeiten dieser Erzählungen anhand dieser einen Sache aufzuzeigen. Wenn ich aber sofort das Thema wechsle, dann werde ich niemals auf die Unstimmigkeiten, auf die Ungereimtheiten dieser Erzählungen kommen, weil dann immer sofort eine neue wilde Idee eingeschmissen wird. Das ist aber unglaublich schwierig. Da hilft einem wirklich auch dieses Instrument des Nachfragens, dass man mit respektvollen, sehr freundlichen Nachfragen, aber versucht immer wieder das Gespräch auch auf diese offenen Fragen, auf die unklaren Punkte hinzuleiten. Du, woher hast du diese Information? Warum machen die das? Oder wie hängt jetzt das eine, was du erzählt hast, mit dem anderen zusammen? Und wenn man da sehr respektvoll nachfragt und noch eine persönliche Beziehung hat, ist es so, dass manchmal die Menschen dann so ein bisschen stocken geraten und merken, das wissen sie jetzt auch nicht. Und das sind gute Momente, weil es sind so Momente der Irritation, wo vielleicht ein Zweifel entstehen kann. Wenn Leute so tief in solchen Gruppen drin sind, dann ist auch oft interessant, das ist ja auch eine Art Tagesbeschäftigung, das sie haben. Das ist so, andere gehen in den Garten und tun 4 Stunden nur Gärtnern. Und manche sind so, dass sie online den ganzen Tag mitlesen und sich eigentlich da gedanklich hineinsteigern können. Das heißt, es gibt mir Bestätigung, weil ich eine Wahrheit vielleicht gefunden habe oder dass ich spannend finde. Aber es ist auch ein Zeitvertreib. Und man sollte nicht unterschätzen, dass das für Menschen so eine Art Sinn im Leben oder auch Beschäftigung sein kann, wenn sie in solche Gruppen tiefer und tiefer eindringen. Und da ist es dann unrealistisch, dass ich dann einmal zu Besuch komme und sage, du, das ist aber gar nicht so, hier gibt es einen Faktencheck, weil dann nehme ich denen ja einen wichtigen Teil ihres Lebens weg. Und da ist es oft vielleicht die Überlegung zu schauen, kann man vielleicht schrittweise kompensieren, was die Person aus diesen Geschichten herauszieht. Also zum Beispiel Sicherheit, dass man versucht, kann ich das Sicherheitsgefühl einer Person stärken? Oder andere Freizeitbeschäftigungen stärken, dass Leute dann wieder auf andere Ideen kommen. Weil das Schwierige ist, wenn Leute mal drin sind, dann ist das ein wichtiger Teil ihres Lebens. Und wenn man dann mit Fakten kommt, dann prallen die Fakten ab, weil es geht hier ja nicht nur um die inhaltliche Ebene, es geht auch um die menschlichen Bedürfnisse, die eigentlich erfüllt werden durch solche Online-Gruppen. Mir ist jetzt klar geworden, dass es gar nicht so sehr darum geht, meinen Opa mit Fakten zu erschlagen, sondern ich sollte einfach nachfragen und ihm zuhören. Vielleicht fängt er dann ganz von alleine an, seine Theorien anzuzweifeln.
Aber gehen wir zurück zur MFG. Gerhard Pöttler hat sich gemeldet. Er erklärt sich für ein Zoom-Interview bereit. Ich bin gespannt, was er uns über die Strategie der MFG und seine persönlichen Beweggründe erzählen kann. Wie hat es die MFG jetzt geschafft, so schnell so viele Mitglieder zu bekommen und so groß zu werden? Übrigens, Michael Brunner und Gerhard Pöttler haben versucht, uns daran zu hindern, alles, was jetzt kommt, zu veröffentlichen. Aber sie haben den Interviews zugestimmt und wir sind ihm recht. Deshalb veröffentlichen wir sie trotzdem. So wahrscheinlich waren wir auch zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Nachdem wir alles Amateure sind, wir haben auch nicht wirklich gewusst zum damaligen Zeitpunkt, wie gehst du an das Ganze heran, haben uns dann sehr viel eingelesen, haben sehr viel recherchiert. Ja, und dann war wirklich die Überlegung, auf Informationsveranstaltungen auf die Leute zuzugehen. Also nicht von den großen Bühnen runterzureden, sondern wirklich bei den Wirtshäusern zu sein und die Leute dort einladen und mit den Leuten dort reden. Ja, und das ist eigentlich, glaube ich, so ein bisschen das Erfolgskonzept gewesen. Sehr niederschwelliger Zugang, mit den Menschen in Kontakt kommen, das zeichnet MFG aus. Also wirklich keine Berührungsängste zu haben mit den Menschen. Wir haben, in Wahrheit war es ganz einfach, wir haben ein Roll-up gehabt, das haben wir hingestellt. Jeder von uns hat das T-Shirt angehabt, dieses MFG-T-Shirt angehabt. Ja. Ein anderes Erfolgsgeheimnis oder Geheimnis ist ja auch, dass Sie viel auf Telegram und Facebook aktiv sind. Wieso sind das Ihre Hauptkommunikationskanäle? Wir wurden ja von den Medien, von den sowohl Printmedien als auch von den anderen Medien ja nicht gehört, nicht gesehen. Bis eine Woche vor der Wahl hat man uns ja in Oberösterreich auch gar nicht am Radar gehabt. Ja. Wie finden Sie persönlich das so, auf der Bühne reden zu halten? Macht Ihnen das Spaß? Also wenn es mir nicht Spaß machen würde, würde ich es auch nicht machen. Ja, okay. Das glaube ich, die korrekte und ehrliche Antwort. Da gibt's eine Frau, die nennt sich Joy Pamela Randy Wagner. Ich bin bereit, ich will Kanzlerin in Österreich werden. Wir wurden von sogenannten Experten, Tierärzten, Simulationsforschern und sonstigen Balawatsch von vorne bis hinten belogen, betrogen, manipuliert. Todor Kostic wirft Ihnen in seinem Schriftverkehr vor, dass der Landes Salzburg Ihnen letztes Jahr das Misstrauen ausgesprochen hat. Ist das ein haltloser Vorwurf oder ist da was dran oder was sagen Sie dazu? Schauen Sie, ich beschäftige mich, Herr Gindl, ich könnte jetzt eine lange Geschichte erzählen, das tue ich auch nicht, weil es nichts bringt. Ich nehme das so, wie der Alexander Todor Kostic das sagt. Ich akzeptiere das, was er sagt. Wir haben alle die gleiche Intention und ich gehe auch davon aus, dass der Alexander Todor Kostic die gleiche Intention hat. Wir wollen unsere Freiheit wieder erlangen und oder unsere Freiheitsrechte wieder erlangen. Und von dem her ist es, glaube ich, wichtiger, wenn wir uns alle gemeinsam mit dem Thema beschäftigen. Alles andere ist eigentlich nebensächlich. Vom Telegram-Chef zum Parteichef. Michael Brunner hat einem Interview zugesagt. Endlich kann ich all die Fragen stellen, die sich auf unserer Reise aufgetan haben. Ein bisschen nervös bin ich jetzt schon. Immerhin bewirbt sich Brunner für das höchste Amt der Republik Österreich. Wir sind jetzt in der Kanzlei von Michael Brunner, dem Parteiobmann der MFG, und freuen uns jetzt auf ein spannendes Gespräch. Und gehen wir jetzt einmal ein bisschen in der Zeit zurück. Es ist 2020, März, April, die Pandemie bricht irgendwie aus. Einige Zeit später darauf gründen Sie die Rechtsanwälte für Grundrechte. Was haben Sie sich dabei gedacht? Wieso haben Sie sie gegründet? Also als die Pandemie bzw. die Corona-Krise, es gab ja nie eine tatsächliche Pandemie, begonnen hat mit 16.03.2020, bin ich davon ausgegangen, dass sich in ungefähr 14 Tagen die Situation wieder normalisiert haben wird, und habe aber dann nach kurzer Zeit bereits feststellen müssen, dass man auf dem rein rechtlichen Weg viel zu wenig bewegen kann. Und würden Sie sich als Corona-Leugner bezeichnen? Überhaupt nicht. Corona ist eine Krankheit, die gibt es, und dieser Krankheit muss man angemessen begegnen. Es verursacht eine für viele Personen gefährliche Krankheit. Viele Ihrer Wähler halten sich dann zum Beispiel nicht an Maskenpflicht und stecken andere Leute an mit dieser gefährlichen Krankheit. Wie passt das zusammen? Es haben zahlreiche Studien ergeben, das war zuletzt auch die Stanford-Studie oder Johns Hopkins-Universität, dass sowohl das Maskentragen nicht vor Ansteckung und nicht vor einer Weitergabe dieser Krankheit schützt, ebenso wenig wie Lockdown. All diese Maßnahmen waren sinnlos und sind nicht evidenzbasiert.
Brunner ist seit 30 Jahren Anwalt, deswegen verliert er nicht so schnell die Fassung. Seine Argumente klingen auf den ersten Blick vielleicht schlüssig, sie sind es aber nicht. Diese Stanford-Studie ist gar keine Studie. Es ist eine Hypothese, die widerrufen wurde. Und der Autor hat zu dem Zeitpunkt gar nichts mehr mit der Stanford-Universität zu tun gehabt. Der arbeitet nämlich seit 2016 gar nicht mehr dort. Stanford hat sich dann von dieser Hypothese distanziert und empfiehlt Masken zum Schutz vor Covid-19. Die Johns Hopkins-Studie gibt es so auch nicht. Die ist nämlich keine Studie, sondern ein Entwurf. Und die Autoren dieser Studie sind keine Mediziner, sondern Wirtschaftswissenschaftler. Und zwei von diesen drei Autoren haben nicht mal was mit der Johns Hopkins Universität zu tun. Diese zwei Beispiele zeigen uns, wie Brunner mit Fakten argumentiert. Er verwendet Halbwahrheiten und vermeintliche Fakten, um sein Narrativ zu stützen. Dabei werden ungeprüfte Hypothesen zu Studien gemacht, Dinge völlig aus dem Zusammenhang gerissen und Zahlen falsch ausgelegt. Dabei erfindet Brunner aber nichts, seine Behauptungen beruhen auf falschen Interpretationen von tatsächlichen Ereignissen. Diese zu überprüfen ist aufwendig und kostet Zeit. Und genau deshalb funktioniert seine Schwurbler-Taktik. Was schützt dann vor dem Coronavirus? Sie müssen sich wie vor jeder Krankheit zunächst einmal selbst schützen. Es ist jede Person für sich selbst verantwortlich und aufgerufen, sich selbst zu schützen. Sie sind wahrscheinlich am besten geschützt vor Krankheiten, wenn sie ein gesundes Leben führen, wenn sie ihr Immunsystem stärken, wenn sie ausgeglichen leben und positiv denken. Ich versuche das seit 61 Jahren zu praktizieren und ich war so gut wie nie krank. Es geht ihm um sein Narrativ. Hin und wieder greift er auf vermeintliche Evidenzen zurück und dann, wenn ihm das nicht passt, auf persönliche Geschichten. Und wir werden gleich sehen, das macht er noch öfter. Wie viele Menschen in Europa sind am Coronavirus gestorben? Das kann ich nicht sagen, die Zahlen liegen mir jetzt auswendig nicht vor. Okay, jetzt die gleiche Frage zur Impfung. Wie viele Menschen sind direkt an der Impfung gestorben? Im Zusammenhang laut EMA sind es 24.000 gewesen, Mitte April 2022. Die Zahlen von der EMA zeigen nur Todesfälle in zeitlicher Nähe zur Impfung. Die Kausalität ist dabei aber nicht geprüft worden. In Österreich ist die Kausalität bei 263 Verdachtsfällen geprüft worden und nur bei zwei davon konnte ein Tod aufgrund der Impfung belegt werden. Demgegenüber stehen knapp 18 Millionen verabreichte Impfdosen. Und wissen Sie es über Österreich? Ich kann es nicht sagen, wie viele Personen in Österreich im zeitlichen Zusammenhang, also mit der Impfung, gestorben sind. Ich weiß nur, nachdem ich ja mit sehr, sehr vielen Menschen Kontakt habe, als Rechtsanwalt durch meine Kanzlei, dass jeder, mit dem ich spreche, nicht einen Impfschadensfall kennt, sondern sehr viele. Und bei den meisten sind sogar tödliche Impfschadensfälle vorhanden. Und es sind schwere Nebenwirkungen bzw. schwere Fälle. Und jetzt spricht er wieder nicht von evidenzbasierten Zahlen. Jetzt spricht er von Leuten, die er kennt. Es gibt ja andere Parteien oder zum Beispiel die FPÖ, die das Ivermectin als Heilmittel für Corona bewirbt. Das ist in erster Linie natürlich eine medizinische Frage. Ivermectin hat den Nobelpreis erhalten und wurde erfolgreich eingesetzt, beispielsweise in Guatemala oder in Mexiko oder auch in Indien. Ivermectin kann nach meinen medizinischen Kenntnissen erfolgreich gegen diese Krankheit eingesetzt werden. Gegen Corona? Gegen Corona, ja. Okay, kurze Pause. Eine groß angelegte Studie des New England Journal of Medicine hat ergeben, dass Ivermectin bei der Behandlung von Covid-19 keinen Effekt hat. Außerdem wird das Medikament weder in Indien, Mexiko noch Guatemala zur Pandemiebekämpfung verwendet. Sie haben auf Ihrer letzten Rede, glaube ich, die ich auf YouTube gesehen habe, gesagt, dass die WHO jetzt einen Pandemievertrag aushandeln möchte und zu einer Weltregierung werden möchte. Halten Sie das für wahr? Oder? Sie können das nachlesen. Sie können den gesamten Pandemievertrag nachlesen, der im Entwurf vorliegt und der ja zur Abstimmung gebracht werden soll. Die WHO besteht aus nicht gewählten Mitgliedern, aus Mitgliedern, die gesponsert werden jetzt von Globalisten bzw. von der Pharmaindustrie oder auch von der Bill und Melinda Gates Stiftung. Also es sind keine gewählten Personen. Und diese WHO soll dann berechtigt sein, in einem Land eine gesundheitliche Krise, einen gesundheitlichen Notstand ausrufen zu können. Dieses Land hat kein Vetorecht dagegen. Der Vertrag liegt nicht am Tisch.
Es gibt noch nicht mal einen Entwurf. Die WHO und die Mitgliedsländer fangen jetzt erst zu verhandeln an. Es soll frühestens 2024 einen Entwurf geben. Brunner kann also den Inhalt dieses Vertrags nicht kennen, weil es ihn noch nicht gibt. Okay, warum sollte die WHO das machen? Sie macht es ja. Sie macht es ja, weil der Vertrag ja bereits auf dem Tisch liegt. Er soll ja auch beschlossen werden. Okay, warum macht das die WHO? Das müssen Sie die WHO fragen. Ja, warum denken Sie, dass die WHO das macht? Weil es um Macht geht, weil es um Macht und Geld geht. Wie wir hier gesehen haben, jetzt während der Corona-Krise. Das war ein gutes Beispiel dafür, wie Verschwörungstheorien funktionieren. Die da oben wollen Macht und Geld. Komplexe Zusammenhänge werden stark vereinfacht. Wer ist jetzt für das Ganze verantwortlich? Weil Sie haben vorher von der Bill und Melinda Gates Stiftung gesprochen. Ist der Bill Gates dahinter oder wie? Das kann ich nicht beurteilen. Diese Beurteilung bzw. diese Prüfung werden oder müssen eines Tages unabhängige Ausschüsse oder auch unabhängige Gerichte vornehmen, wer verantwortlich ist für was. Aber jeder, der rechtswidrig und schuldhaft gehandelt hat, muss zur Rechenschaft gezogen werden. Brunner schließt hier nicht aus, dass Bill Gates dahinter steckt. Warum? Weil er sonst WählerInnen verliert. Und auch bei öffentlichen Reden sagt er einfach das, was die WählerInnen hören wollen. Einige ihrer Wähler glauben das, dass Bill Gates für die Pandemie verantwortlich ist. Wie gehen Sie damit um? Es steht jedem frei zu glauben, was er glauben möchte. Uns ist die freie Meinungsäußerung ein sehr hohes Gut. Und wieder weicht er aus. Freie Meinungsäußerung bedeutet nicht, dass jeder öffentlich einfach behaupten kann, was er will. Wir waren in Steyr, da ist ein Gemeinderat von Ihnen zurückgetreten. Der hat sich davor noch in keiner einzigen Sitzung zu Wort gemeldet. Genauso wie alle anderen Gemeinderäte dort bis auf einmal. Was halten Sie davon, wenn dann ein Gemeinderat von Ihnen nichts tut? Ich kann nicht sagen, dass er nichts getan hat, weil ich die Geschichte nicht kenne. Nur ich glaube nicht, dass jemand im Gemeinderat sitzt und nichts tut. Das heißt, Sie unterstellen den Medien, dass Sie da die falschen Nachrichten... Ich unterstelle niemanden etwas, ich bin Realist. Es ist ja real, dass der Gemeinderat sich nie zu Wort gemeldet hat. Das ist für mich nicht real, weil ich ja nicht dabei war und auch mit ihm kein Gespräch geführt habe und auch mit niemandem gesprochen habe, der jetzt sagt, ja, er wäre im Gemeinderat gesessen und hätte wahrgenommen, dass sich dieser Mann da nicht geäußert hätte. Und wenn sich jemand nicht äußert, dann wird er seine Gründe dafür haben. Das kann ich jetzt weder negativ noch positiv prima vista beurteilen. Und haben Sie das damals mitbekommen? Nein. Okay, er sagt ernsthaft, es ist nicht real, weil er nicht dabei war. Das war eine der größeren Meldungen über die MFG in den letzten Monaten. Also entweder er weiß wirklich nicht, was in seiner Partei abgeht, oder er streitet es ab, weil er weiß, was in seiner Partei abgeht. Vor ein bisschen mehr als einem Monat ist ja der Alexander Todor-Kostic aus der Partei ausgeschieden. Wie kam es dazu? Alexander Todor-Kostic hat sich gegen die Partei gewandt und wir hatten den nachweislichen Eindruck, dass er diese Partei übernehmen wollte. Wir haben Brunners Antwort an Alexander Todor-Kostic geschickt und er hat uns geschrieben, dass dessen Aussage unwahr ist. Und dass Brunner nur willfährige Erfüllungsgehilfen sucht, um die rechtlosen Landesorganisationen mit sogenannten interiministischen Landessprechern als bloße Befehlsempfänger aus Wien fernzusteuern. Aber in einer Pressekonferenz Anfang Mai, glaube ich, haben Sie oder hat er gesagt, mit Ihnen gemeinsam, dass er Spitzenkandidat bei der Nationalratswahl für Kärnten wird. Das passt. Das konnte, er hat nicht gesagt Spitzenkandidat für Kärnten, hat auf die Frage des Journalisten gesagt, wer Spitzenkandidat bei der Nationalratswahl sein wird, hat er sich als Spitzenkandidat bezeichnet, was wir alle nicht nachvollziehen konnten, weil es darüber keine Entscheidung gab. Es gibt ja auch gar nicht Nationalratswahlen, die in Aussicht wären. Und er als Landessprecher für Kärnten, der erst zum damaligen Zeitpunkt 3 oder 4 Monate eine Funktion in der MFG hatte, überhaupt nicht in Frage kam. Okay, also wie haben Sie dann reagiert, als er das auf der Pressekonferenz gesagt ich hat? Ich habe aus Gründen der Höflichkeit überhaupt nicht reagiert. Auch danach nicht? Auch danach nicht. Ich bin davon ausgegangen, dass er gemeint hat, er wird als Spitzenkandidat für die MFG in Kärnten antreten. Aber muss man da nicht irgendwie nachfragen, finden Sie nicht? Oder? Nein, das sehe ich nicht. Okay, warte, was? Ein Politiker, der frisch in der Partei ist,
sagt neben dem Parteichef bei einer Pressekonferenz, dass er Spitzenkandidat bei der Nationalratswahl werden will. Und der Parteichef sagt nichts dazu, nicht einmal danach. Stellen wir uns kurz mal ein Beispiel vor. Doskozil Ziel und Randy Wagner sitzen bei einer Pressekonferenz und er sagt, dass er bei der Nationalratswahl als Spitzenkandidat antreten will und sie sagt darauf das. Aber muss man da nicht irgendwie nachfragen? Finden Sie nicht? Oder? Nein, das sehe ich nicht. Ich werde nicht jedes Wort immer auf die Waagschale legen. Dazu habe ich weder Zeit noch Lust. Ein Ziel von Ihnen, was Sie auf der Rede auch in Feldbach, glaube ich, gesagt haben, ist, dass es keine Parteien mehr gibt in Österreich. Wie soll das funktionieren? Wir sind heute sicherlich noch nicht reif dafür, dass das Parteiensystem abgeschafft wird. Aber ich bin der Meinung, dass wir in Richtung einer Parteilosigkeit gehen, dass das Volk letzten Endes, und das ist auch eine Art Zukunftsvision, die Macht wieder an sich nimmt durch Personen, die direkt gewählt werden. Hier weicht er aus, weil er das nicht erklären kann. Er weiß selber, dass ein Staat ohne Parteien natürlich nicht funktionieren kann. Aber die Aussage, das Volk soll regieren, klingt gut für seine WählerInnen. Sie sind ja in Ihren Reden oftmals sehr emotional und ich finde manchmal ist es ein bisschen, dass Sie die Leute aufhetzen, die da sind. Warum bleiben Sie nicht sachlicher? Also mir haben viele, die meine Reden gehört haben, immer gesagt, sie lieben oder sie schätzen meine ruhige und sachliche Art und meine Reden sind auch sachlich. Es waren ein paar gute Reden dabei und vor allem vom Herrn Dr. Brunner. Mir hat seine Emotion sehr gefallen. Ich möchte und niemanden aufhetzen und ich hetze auch niemanden auf. Ich zeige auf. Und wir nehmen uns die Macht wieder zurück und keiner von uns lässt sich töten. Verstärken Sie mit Ihren Reden die Spaltung der Gesellschaft? Ganz im Gegenteil. Ich versuche oder MFG versucht, diese Spaltung zu überwinden. Okay, dann gibt es zum Beispiel Aussagen bei Ihren Reden, wie zum Beispiel die Regierung verantwortet töten. Was ist damit gemeint? Ich habe nicht gesagt, dass die Regierung das Töten verantwortet. Ich habe... Der Staat verantwortet hier vorsätzliches Töten. Ich habe nicht gesagt, dass die Regierung das Töten verantwortet. Ich habe das Netzwerk der kritischen Staatsanwälte und Richter aus Deutschland zitiert und die kommen eindeutig zu dem Ergebnis, dass eine staatlich verordnete Impfpflicht ein Erlass zum vorsätzlichen Töten ist. Okay, das heißt, die Regierung verantwortet in dem Sinn kein Töten, oder? Diese rechtliche Beurteilung muss jeder für sich selbst vornehmen. Wenn er hier zitiert, ist eine gleichgesinnte Organisation aus Deutschland, nämlich die Anwälte für Aufklärung. Keine vertrauenswürdige Quelle. Und dann weicht er aus und sagt, dass wir alle die rechtliche Einschätzung selbst vornehmen sollen. Ist ja ganz einfach, wir haben ja alle Verfassungsrecht studiert. Alles klar, danke. Von mir war's das. Herzlichen Dank, ja. Ich denke, Brunner sieht, dass Leute, die immer mehr abdriften, keine wählbaren PolitikerInnen mehr finden, die ihre Meinung vertreten. Er versucht, diese Lücke zu füllen und gibt ihnen das, was sie wollen. Seine Partei, die MFG, ist unerfahren und hat keine klare Linie, wahrscheinlich aufgrund der inhomogenen WählerInnengruppe. Die heutigen Krisen wie die Pandemie, der Ukraine-Krieg, Inflation oder die Klimakrise führen zu Unsicherheit in den Menschen. Die sozialen Medien befeuern Desinformation. Und Echokammern und Filterblasen sorgen dafür, dass wir immer weniger mit anderen Ansichten konfrontiert werden. Auch wenn ich glaube, dass die MFG keine Zukunft hat, sind diese Entwicklungen gefährlich für unsere Gesellschaft und eine funktionierende Demokratie. Ja, und mit allem, was ihr jetzt gesehen habt, habe ich mich die letzten 4 Monate hauptsächlich auseinandergesetzt. Und warum ich das gemacht habe, ist, weil ich meinen Opa und die Leute, die sich in den letzten 2 Jahren eben etwas anders informiert haben, besser verstehen wollte. Und in diesem Zusammenhang bin ich halt immer wieder auch auf die MFG gekommen und deswegen wollte ich eben auch mehr über die Partei erfahren. Und aus dem Ganzen habe ich eigentlich 2 Dinge mitgenommen, nämlich zum einen, dass ich so Menschen wie meinem Opa nicht mit gescheiter Herreden begegne, sondern dass ich ihnen zuhöre und Fragen stelle und sie vielleicht bei ihren Erzählungen dann selber ins Nachdenken oder ins Zweifeln kommen. Und das Zweite, was ich mitnehme, ist, dass
die MFG solche Menschen, die unsicher sind, sich holt, sie ködert, ihre Angst schürt und sich so ihre Stimmen quasi manipulativ holt. Und ich werde mir die Doku jetzt einfach mal mit meinem Opa anschauen und bin gespannt, was er dazu sagt. Abseits von den ganzen bedrohlichen Sachen, die von der Regierung kommen, die über die Massenmedien laufen, dass es dann noch einen Ausweg gibt. Dass viele gescheite Leute sich zusammenfinden und einfach wieder aufstehen und für unsere direkte Demokratie kämpfen und sagen, so wie es jetzt ist, geht es nicht weiter. Na, dass eine Systemänderung kommt, dass wir wirklich in Österreich Österreicher und Menschen bleiben. Zurzeit ist es leider Gottes nicht. Tolle Ansätze für ein liebevolles, wertschätzendes Miteinander hier entstehen darf, wo die Leute in Verbundenheit vielleicht das leben können, wo wir eigentlich herkommen. Ja.